So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Wonders. Ich höre noch nichts. Doch, ich höre was. Alles gut. Alles wunderbar. Es nimmt auch auf. Ja, sieht schön aus. Sie sieht gut aus. Barscht. Wir sind in Welt 5 angekommen. Und. Warte, höre ich aus dem Fernseher oder höre ich aus dem. Nicht, dass ich jetzt hier meine Nachbarn beschalle. Nee, passt schon. Ich höre aus dem Headset. Ja. Wir sind in Welt 5 angekommen und haben Level zu erledigen. Wie immer. Es ist ja jetzt hier nicht irgendwie eine krasse Story oder so, sondern wir spielen einfach Level. So, wir wollen ein anderes Abzeichen, denn. Ah, nee, Quatsch, wir wollten den Fühler ausprobieren. Ja, wir haben den Fühler bekommen. Richtig, richtig, richtig. Der scheint ja hier für die Welt gedacht zu sein, also benutzen wir den einfach mal. Ich habe allerdings den Eindruck, dass diese Stärkungsabzeichen, dass das eher Sachen sind, die das ganze Spiel wirklich vereinfachen. Aber in dem Sinne vereinfachen, dass es so für die, na, das ist so der Easy-Modus. Während das hier halt dann so der Hard-Modus ist, ja, alle Level unsichtbar spielen zum Beispiel, könnte eine Challenge sein. oder alles mit Chat-Antrieb und so, ne? Also, das sind so die Hard-Modi und das hier sind halt so die. So die Gimmick-Modi irgendwie. Aber das hier wirkt für mich so ein bisschen wie der Easy-Mode. Deswegen, wir probieren es jetzt einmal aus, was das Ding macht. Und wenn es aber zu einfach, dann ist das Level dann, ne? Ist natürlich Quatsch. So. Weil ja scheinbar, wie gesagt, dieses Ding eben auf die Collectibles reagieren soll. Aber da wir es gerade erst bekommen haben, würde ich es an der Stelle halt auch mal ausprobieren wollen, ne? Ich denke, das ist ganz verständlich. So. Da oben ist was. Ah, okay. Juhu, alles klar. Kann ich den kaputt machen von da unten? Nee. Ich würde gerne die Blume da oben auslösen. Ah, Moment. Ich kann die Blume da oben. Jawohl. Oh, da oben ist eine. Oh, da ist sogar eine Röhre. Ja, Hallöchen. Ja, jetzt reagiert der. Das habe ich mir fast gedacht. Mir fast gedacht, dass hier eine Münze ist. Aber okay, ich verstehe. Also wenn wir in der Nähe von so einem Ding sind, dann reagiert er einfach wie so ein. Wow. Wie so ein Sensor. Also der zeigt jetzt nicht geheime Röhren an, weil das habe ich erst mir vorgestellt, ne? Dass der jetzt sozusagen, wenn ich hier unten bin, dass der dann sagt so, hey, yo, hier in der Nähe ist eine Röhre für eine Münze. Nee, er geht einfach nur, wenn eine Münze in der Nähe ist, geht er einfach nur drauf. Okay, dann ist das gar nicht so krass übertrieben. Wie ich mir das erst vorgestellt hatte. Na, das geht eigentlich in Ordnung. Das kann man auch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut war, die alle kaputt zu machen. Ich wollte eigentlich erst ein bisschen höher hier. Aber da oben scheint nichts zu sein. Okay. Ah, aber hier haben wir jetzt wichtige Dinge. Hätte ich jetzt gewusst, dass der hochfährt. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Das ist jetzt nicht so gut. Ah, verflucht. Das
Das ist nicht so gut. Ja, da oben ist. Da oben ist eine. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Ich muss mir irgendwie einen Turm bauen, um da hochzukommen. Aber ich kann keinen Turm bauen. Und die kann ich ja nicht mitnehmen. Na, ich kann ja nicht, oder kann ich das? Kann ich die... Der haut ab. Kann ich die aufeinandersetzen? Nein, ich kann die nur. Oh, aber ich sehe. Okay, ich kann was anderes probieren. Warte mal. Komme ich da vielleicht hoch? Aber da oben ist auch was, ne? Da komme ich auch nicht hoch. Okay, ich komme da nur so rausgeschossen. Ah, das ist jetzt alles doof. Kann ich da an der. An der Seite konnte man auch nicht hoch sich bohren, ne? Nee. Ja, das ist jetzt schlecht. Ah, dass ich da nicht hochkomme, ist ärgerlich. Ah. Ja, das ist. Es klappt gerade nicht. Ey, das ist so ärgerlich. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Ja, keine Chance, da jetzt hochzukommen. Oh, warte, vielleicht doch. Vielleicht von hier. Nee. Nee. Ich komme nicht hoch. Ich muss neu starten. Nee, ich komme nicht. Das ist echt ärgerlich. Also hat man einen Versuch, um hochzukommen? Nee, ich schaff's nicht. Und ich habe jetzt ja auch, dadurch, dass ich den anderen Anstecker weg habe, habe ich den Doppelsprung nicht. Na, ich habe ja eben gerade den Anstecker weg, mit dem ich jetzt einen höheren Sprung hätte. Für den Anstecker, mit dem ich jetzt nur den Sensor habe. Ja, okay, komm. Dann holen wir uns den jetzt aber auch wieder zurück. Dann holen wir uns den jetzt aber auch wieder zurück. Na? Wir haben uns das jetzt mal angeguckt. Wir haben festgestellt, wir brauchen es nicht. Wir finden die Sachen nämlich auch ganz gut ohne Hilfe. So. Vor allem, weil es mir halt die, ne, die genau diese Gameplay-Technik halt nimmt, die ich vorhin angesprochen habe. So. Jetzt machen wir das nochmal ordentlich hier. So. So, hier war das, ne? Genau. Aber das jetzt eben, das ist schon frech, ne, dass das hier, ja, dass man hier halt nicht, aber jetzt würde mich trotzdem interessieren, da oben kommt man ja auch hin, ne? Wie komme ich jetzt da oben hin? Also da oben ist ja auch was. Aber da komme ich ja von hier aus gar nicht rüber. Und das reicht nicht. Ist das... Ja, gut, da komme ich nicht ran. Das ist...
würde mich interessieren, was es ist, aber komme ich jetzt in der Variante aktuell nicht hin. Okay, müssen wir erstmal so akzeptieren. Vielleicht ein Secret Exit. Ja? Aber man bekommt hier ja auch in dem Level den Bohrer und der hat mir nicht geholfen, da hochzukommen. Okay, hier ist auf jeden Fall die Wunderblume. Halloween. Nice. Da ist auch schon Nummer 3. Damit haben wir das schon mal zusammen. So, ihr tanzt jetzt genug. Ja, dann brauchen wir nur noch den normalen Abschluss. Das passt ja, dann kriegen wir es ja automatisch mit, ne? Jawollo. Sehr schön. Perfekt. Oh, und wo kommt... Okay, hier ist auch eine Röhre. Sehr interessant. Aber egal. Es wirkt jetzt aber auch auf der Overworld nicht so, wie wenn das hier ein Secret Exit hätte, ne? Also ich werde jetzt nicht extra nochmal zurückgehen und da oben dieses eine Ding auslösen. Vielleicht ist es ein Leben oder so, ne? Ich hätte ja eine Idee, wie man da rankommen kann, aber das muss jetzt nicht noch weiter ausprobiert werden. Andererseits könnte dieses Secret Exit-Ding auch hier was auslösen. Ah, wir müssen es ausprobieren, es tut mir leid. Wir müssen es ausprobieren, I am sorry. So, hiermit hätte ich es gerne ausprobiert. Mal gucken, ob das funktioniert. Ist ja nicht so weit. Ha? Aber ich muss noch mal festlegen, also von selbst kommt man da nicht hin. Na, also von selber. Dieses Ding hier geht hoch. So, aber das war's dann auch. Ja, von selber komme ich da nicht ran. Schon echt interessant. So, und jetzt will ich hier so ein bisschen rüberschweben. Ah, das ist nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Nice! Ich müsste einmal an der Wand springen können. Dann komme ich unendlich hoch mit dem Fallschirm-Ding. Aber ich komme nicht... ich komme nicht an die Wand ran. Na, weil mit dem Ding kann ich ja... Das seht ihr ja, kann ich ja immer unendlich hoch. Aber ich komme nicht bis rüber. Na, das ist mein Problem. Mist. Oh, warte. Vielleicht so. Komme ich an die Wand ran? Ah, nee, auch nicht. Allerdings habe ich hier auch was kaputt gemacht, was da vorher war. Okay, wir probieren jetzt erstmal so eine Röhre hier. Vielleicht habe ich hier noch irgendwas übersehen. Vielleicht sind ja hier manche Röhren begehbar, von denen ich gar nichts weiß. Ja, zum Beispiel die hier selber. Aber wirkt nicht so. Wirkt jetzt eher nicht so. Ich meine, das war vorher eins höher. Wenn ich von hier eins höher bin und dann darüber fliege, weiß ich nicht.
komm, das reicht nicht. Aber ich kann nicht, also wenn ich, kann ich es, schaffe ich es? Schaffe ich es? Das wirkt halt so sass, diese Pflanze da oben, ne? Ist das nur Deko und ich verrenne mich jetzt? Nice! Das wirkt so, so komisch. Aber ich komme da nicht rüber. Und ich kann ja nicht kombinieren. Ich kann ja nicht zwei Anhänger anstecken. Na? Und ich kann auch nicht auf, in der Luft auf den springen oder so, oder? Warte mal. Nee, ich kann gar nicht, ich kann überhaupt nicht auf den springen. Ich drück den dann weg. Ah, das ist ja auch doof. Aber jetzt warte mal, wenn der vielleicht, wenn der rauskommt. Yes! So, okay, das gibt hier. Wie hätte man. Okay, wie hätte man. Hier hätte man irgendwie mit dem Bohrer hochgekonnt. Wie wäre ich mit dem Bohrer hier hochgekommen? Ich hab doch. Ah, von dem hier, wenn das hoch genug ist, bohre ich mich da oben rein. Okay, verstanden. Ja gut, dann ist das hier nicht weiter wichtig. Aber dann haben wir das geklärt. Ich musste es rausfinden. Es tut mir leid. So. Dann haben wir das geklärt, dass da nichts weiter ist. Ich hoffe, jetzt geht's schneller weiter. Obacht vor dem Baumelgifttümpel. Ich hoffe, jetzt geht's deutlich besser und schneller weiter. Aber da oben ist doch schon wieder was. Oh. Ja, hi. Aber auch sonst geht's weiter. Okay. Gut. Hallo. Hallo. Okay, wir bekommen weiter den Bohrer. Oh, ja, cool. Nehme ich doch. Okay, das Spiel will, dass ich da hochkomme. Ach so, muss ich von da darüber, ne? Jawollo. Ha! Und da ist schon die zweite Münze, oder was? Ja, krass. Easy. Sehr gut. Oh, warte. Neue Röhre? Okay. Das ging jetzt schon ganz schön schnell, ne? Ah, nee, Quatsch, es war die erste. Nee, es war die zweite. Es war die zweite tatsächlich, ja. Wahrscheinlich ist dann hier wieder die Wunderblume der eigentliche Levelteil, wenn die Münzen schon so weit kommen und so viele zusammen sind. Ja. Ja, ihr interessiert mich herzlich wenig. Aber jetzt kommt auch ganz lange die dritte Münze nicht. Oh, da oben ist was. Nein, da will ich rein, da muss ich mich reinbauen. Ah, okay. Nichts Relevantes. Da oben will ich mich auch wieder reinbauen. Moment, 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 Moment. Hier ist was. Hier ist was. Jawollo. Da ist die Münze, die wir suchen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt allerdings noch nicht die Wunderblume gefunden, aber wahrscheinlich taucht jetzt dann erst im zweiten Teil des Levels auf. Nope. Wir haben die Wunderblume auch mal übersehen. Wir haben die Wunderblume mal übersehen. Okay, die muss ich suchen. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Das ist neu. Das ist neu, dass ich die Wunderblume übersehe. Okay.
müssen wir nochmal rein. Das war offensichtlich nicht... nicht gut. Wo war ich denn da jetzt? Zu schnell. Oh, das war nicht so gut. Also hier kann sie ja noch nicht gewesen sein. Ich denke, bis zur Mittelflagge können wir... Oh mein Gott. Können wir ganz bequem durchgehen. So, aber ab jetzt würde ich mal ein bisschen besser aufpassen. Wahrscheinlich in irgendeiner Stelle, wo man hier runter... Ne, wo man hier mit diesen Dingern arbeitet. Hier war dieser lange Gang. Oh, ah! Die muss ich kaputt machen. Ja, das habe ich nicht gewusst. Zeit für ein Quiz, okay. Welche Welt liegt nördlich der Blüteninseln? Oh Gott. Nördlich. Also die Mine ist es nicht. Röhrenfest? Nee, das ist Gebirge. Gruß. Boden? Ja, oder Decken halt. Okay. Auch eine interessante Art und Weise, ein Quiz zu veranstalten. Ja gut, dann haben wir es jetzt. Oh mein Gott. Was tue ich denn hier? Ah, da bin ich einmal zu schnell durchgerannt, ne? Und dann ist es gerade an der Stelle... Und dann ist das... Oh mein Gott. Und dann ist das gerade an der Stelle, wo man die kaputt machen muss. Das ist schon wieder bezeichnend. Also wirklich. Moment. Oh nein. Ich hab was gesehen. Wir müssen noch mal rein. Wir müssen noch mal rein. Ah, verdammt. Wir müssen noch mal rein. Habt ihr es auch gesehen? Wir müssen noch mal rein. Ah, da könnte ein Secret Exit sein. Ich bin aber echt kein Fan davon, solche Secret Exits am Ende zu verstecken. Weil man dann immer das ganze Level noch mal spielen muss. Das ist zwar nicht lang so, ne? Also ich will ja gar nicht zu viel meckern. Aber es ist halt so... Warum müssen die immer am Ende kommen? So, wir müssen mit Bohrer bis ans Ende kommen. Ich weiß nicht, warum ich hier rein bin. Hier kriege ich keinen Bohrer. Bohrer? Okay, ich brauche noch einen Bohrer, dass ich den behalten kann. Wobei, da ich jetzt ja weiß, was ich machen will, müsste ich ja eigentlich relativ easy hier einfach durchkommen. Ah, ja, okay, muss ich durchmachen. So, und jetzt kann ich hier einfach durch mich bohren. Ja, fast. Habe ich mir gedacht. Aber jetzt einfach nicht treffen lassen, dann ist alles gut. So, jetzt haben wir es. Jawohl. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob das, was ich gesehen habe, Secret Exit relevant ist oder einfach nur mit... Kein Kommentar.
Boah, verschwenden wir heute viel Zeit, ne? Mein Gott. Darauf erstmal eine Verschnaufpause. Ich hatte mir ein bisschen mehr Fortschritt erhofft. Easy. Ja, alles klar. Wonderful! So, haben wir das auch geklärt. So, hier war ein Level, das weiß ich noch. Hier ist halt noch kein Level, das irritiert mich etwas. Hier war auch ein Level, ne? Genau. Da haben wir schon eingekauft. Was anderes war hier nicht, ne? Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Düster Materie, berühren verboten. Klingt interessant. Okay, sieht gruselig aus. Woher weiß ich denn, wohin sich dieses Zeug bewegt? Darf ich das jetzt echt nicht berühren, so? Also ist das Insta-Kill? Wir werden es wahrscheinlich gleich unfreiwillig rausfinden. Jo, aber das ist irgendwie echt gruselig. Oh mein Gott, ist das gruselig. Wenn man nicht weiß, was es tut, ne? Ach so, das hat jetzt Blöcke erstellt. Aber nur zu einem Leben, ja gut. Ist das für eine Münze wichtig, ist die Frage. Wow, jetzt ist es aber ganz schön hochgekommen, dieses Ding. Alter, das ist ähnlich. Das ist jetzt ganz ähnlich. Ich hab's im letzten Part ja gesagt, ne? Das ist jetzt ganz ähnlich wie diese schwarze, wenn so schwarze oder wenn viele Viecher einen verfolgen. Das ist gerade für mich ganz ähnlich ekelhaft. Auf so eine ganz besondere Art und Weise ekelhaft. Oh Gott. Das ist so un... Das ist so unkontrollierbar. Vor allem, ich weiß doch jetzt schon, dass die Wunderblume dann irgend so eine Scheiße ist. Dass die Wunderblume dann irgend so eine Scheiße ist, wo du von diesem Zeug wieder verfolgt wirst. Und ich kann... Ah, das kann ich gar nicht ab. Eieieiei. Ey, ich habe jetzt schon Angst vor der Wunderblume in dem Level. Ja! Jetzt kann ich nochmal spielen. Ach du Scheiße. Ah, wobei, warte mal. Wir machen mal den hier. Okay, es ist kein Insta-Kill. Dann haben wir das jetzt nämlich auch mal getestet. Es ist kein Insta-Kill, dann wissen wir das jetzt. Und ich weiß jetzt, dass hier das Ding runterkommt. Woher hätte ich das denn wissen sollen vorher? So, okay. Es ist ein bisschen weniger gruselig, weil es kein Insta-Kill ist. Ich kann mich davon treffen lassen. Das ist okay. Und da ist die Blume. Jetzt kommt hundertprozentig so eine scheiß Verfolgungsjagd. Ah ne, es wird da ist dieser Mario draus.
Oh, okay, auf den darf ich auch nicht. Auf den darf ich mich auch nicht treffen lassen. Oh, ich muss hier da. Da ist das Ding. Da muss ich hoch. Komme ich da rein? Ah, so komme ich da rein. Okay, Wunderblume ist deutlich besser als erwartet. Ich hatte richtig Angst davor. Ne? Okay, da komme ich jetzt nicht rein. Sehr gut. Haben wir. Und das ist die letzte. Easy. Ja, das war doch ganz cool. Okay, also dieser schwarze Mario ist sozusagen diese Materie. Verstanden. So. Okay, irgendwie muss das jetzt hier hochgehen, sonst komme ich nicht an die Röhre ran. An die Röhre, sage ich schon. Okay, wie kriege ich jetzt die Dinger hoch, dass ich hier die Flagge auslösen kann? Oder kann ich, warte mal. Kann ich von hier rüber bis rüber schweben? Geht das? Nee, das reicht. Okay, wie kriege ich die Dinger hier hoch? Ich kann hier wieder rein. Warum kann ich hier wieder rein? Kann man noch irgendwas hier nachholen oder so? Ich habe doch offensichtlich nichts vergessen. Nee. Okay, jetzt muss ich noch rauskriegen, wie man diese Flagge auslöst. Ich meine, wie man sie oben auslöst, bevor ihr euch jetzt fragt, was ist sein Problem. Ich will die oben auslösen, das muss ja gehen. Warte mal, hier ist ein... Alles klar. Das hat zum Glück nicht ganz so lange gedauert wie in den letzten Leveln. Eieiei, heute ist interessant. So. Sehr schön. Und noch eine Verschnaufpause. Let's go. Okay. Beruhige dich. No. So. Easy. Wonderful. Sehr schön. Coole Verschnaufpause. So, jetzt haben wir hier unten noch ein Level, ne? Genau. Festbeleuchtung zur Geisterstunde. Na, let's go. Rein da. Und dann haben wir in dem Part alles gemacht, was sozusagen... Ah, ich verstehe. Ja. Dann haben wir in dem Part sozusagen alles gemacht, was zur... was zur... Was zur... Ja.
Au. Was zum oberen Teil von der Mine gehört. Das hat ein bisschen gedauert. Guck mal, da im Hintergrund ist schon was, wo ich hin möchte. Aber welche Tür führt da hin? Es ist sogar die gewesen. Ja, stabil. Ja, stabil. Okay, es war sogar diese Tür. Checkpoint. Das Gute ist ja, der Weg ist da, egal ob man das Licht anmacht oder nicht. Also, man sieht ihn halt nur nicht. Aber der Weg verschwindet nicht, wenn das Licht aus ist. Das ist schon mal ganz gut. Weil das heißt, wenn man sieht, wie der Weg sozusagen so ein bisschen war, dann kann man sich den ganz gut... Dann kann man sich den ganz gut merken. So, vorsichtig gucken. Okay. Jetzt bin ich nur etwas irritiert. Was die andere Tür gemacht hätte. Die hier. Bringt die mich an den Anfang zurück oder so? Oh, nee. Was ist denn jetzt los? Oh, was? Ja gut, das Level hat zwei Exits, aber es ist recht typisch für ein Geisterhaus, ne? Okay, da haben wir noch lange nicht alles gesehen in dem Level jetzt. Ja, das war's natürlich noch nicht. Dann muss ich jetzt wohl auch mal die anderen Türen ausprobieren. Ah, das war eine E-Fake-Tür. Okay, okay. Die waren relativ schnell ausprobiert. Ah, ich verstehe. Und deswegen war das dann auch die einzige echte Tür, die da nach hinten geführt hat. Okay, okay. Gut, also... Ach, wir haben ja sogar alle drei Münzen. Siehst du, das habe ich gar nicht gerafft. Das habe ich gar nicht gerafft. Dann ist es wirklich nur der Secret Exit, der gefehlt hat. Dann können wir doch ein bisschen schneller durchgehen. Dann können wir doch ein bisschen schneller durchgehen. Der Secret Exit... Beziehungsweise der Secret Exit fehlt und... Die Wunderblume. Vielleicht ist es auch dann nur die Wunderblume, die man aber halt da hinten bekommt. Na, das kann ja durchaus sein. Das ist ja durchaus denkbar. Dass man hier hinten... Dass man hier hinten die Wunderblume bekommt und gar kein Secret Exit extra ist. Das ist natürlich denkbar. Ja, da ist sie nämlich auch schon. Oh. Oh, ich muss hier runter. Okay, ich muss nicht hier runter. Nächtliche Buhu-Oper.
Ich habe nur eine Frage. Das ist ja offensichtlich auf Zeit. Aber es ist gleichzeitig Scrolling. Also, woher bekomme ich Zeit? Und wenn ich keine Zeit bekomme... Wozu macht man überhaupt Zeit? Ja, okay. Das war dann die Geschichte. So, jetzt ist nur die Frage, ist es der gleiche Exit? Ja, okay, alles klar. Es ist der gleiche Exit. Gut, also kein Secret Exit, aber die Blume war ein extra Weg. Nur, dass es mit der Zeit war, wie gesagt, irgendwie unnötig. Aber hey. Egal. Es war eine nette Idee. So, ja, dann haben wir alle Level hier oben gemacht, ne? Das war das, was ich meinte. Wir haben jetzt alle Level hier oben erledigt und können dann jetzt im nächsten Part uns den Rest der Mine angucken. Danke fürs Zuschauen und tschüss.